Was für mich hier gerade ziemlich einfach ist, das ist normalerweise eher schwierig, denn das hier ist ein Großmarkt, in den nicht jeder rein darf. Wer hier rein will, der muss ganz bestimmte Kriterien erfüllen und braucht eine Kundenkarte. Wir wollten wissen, was genau hier anders ist als in einem normalen Supermarkt und wieso der Zugang überhaupt beschränkt ist. Es ist eine der führenden Großmarktketten weltweit, vertreten in 25 Ländern. Allein in Deutschland gibt es 106 Märkte. Weltweiter Jahresumsatz über 29 Milliarden Euro. Viele haben schon mal von dem Großmarkt gehört. Und die meisten verbinden damit mit Sicherheit Folgendes. Muss man eine Kundenkarte haben? Ich glaube schon, dass die Preise da günstiger sind. Riesige Käsepackungen und riesige weiß ich nicht was. Das findet man ja sonst eigentlich nirgendwo. Tatsächlich, das Sortiment wirkt auf uns größer als im normalen Supermarkt. Und viele Packungen hier sind XXL. Ob 10 Kilogramm Joghurt, Säcke mit 25 Kilogramm Salz oder 10 Liter Putzmittel. Scheint, als wäre das Motto, je größer, desto besser. Aber warum gibt es hier zwei Preise? Sind die Sachen günstiger als im normalen Supermarkt? Und wer darf hier einkaufen und wer nicht? Ich glaube, wenn man Gewerbe hat, oder? Großunternehmer, irgendwelche Firmen. Ich kenne einen Koch, der geht ja immer einkaufen. Große Massen kaufen? Mit Gewerbeschein. Ob das stimmt? Eines steht fest. In den Großmarkt rein kommt man nur mit einer Kundenkarte. Die haben wir ausnahmsweise bekommen, um damit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wir sind in einem Markt in Düsseldorf. So wie hier sieht es in fast allen Märkten in Deutschland aus. Wir dürfen uns hier frei bewegen, allerdings in Begleitung von Geschäftsleiter Michael Wiedmer. Wir wollen gleich die wichtigste Frage klären. Wer darf denn jetzt hier einkaufen? Als Privatperson dürfen Sie leider bei uns nicht einkaufen. Wir sind ein Großmarkt im Großhandel und insofern darf jeder, der ein Gewerbe hat, hier einkaufen, aber eben auch nur die, die ein Gewerbe haben. Wer ein Gewerbe hat, kann bis zu 5 Kundenkarten beantragen. Aber nur für Mitarbeiter. Der Großhandel richtet sich nicht an Privatkunden, sondern an Großkunden. Beim Verkauf an Privatkunden könnte der Großmarkt unter Umständen seine Großhandelskonzession verlieren. Großkunden brauchen in der Regel Produkte und Mengen, die sie im normalen Supermarkt nicht bekommen. Und auf diesen Kundenstamm ist auch das Sortiment ausgelegt. Wir haben Großpackungen, die es so nur auch bei uns gibt. Wir haben Dimensionen, sag ich mal. Ich glaube, das ist ein Kochtopf. Den braucht nicht jeder für sich zu Hause. Daran sieht man, wir sind Großhandel und eben Partner für Profis, die dann auch mit solchen Dimensionen arbeiten können. Die meisten Kunden des Großmarkts stammen aus der Gastronomie. Genauer gesagt Hotels, Restaurants und Catering. Die Produkte sind vor allem an ihre Bedürfnisse angepasst. Deshalb die großen Packungen und Mengen. Zwischen den Riesenpackungen stehen aber auch normale Größen, wie wir sie aus dem Supermarkt kennen. Uns interessiert, darf man hier auch für den Privatgebrauch einkaufen? Wir gehen nicht davon aus, dass unsere Kunden für ihren Privatgebrauch kaufen. Ich kann es Ihnen natürlich nicht verbieten, dass wenn Sie hier etwas kaufen, dass Sie es nicht unbedingt gewerblich nutzen. Aber unser Hintergedanke ist, unsere Großkunden zu unterstützen. Das Sortiment des Großmarkts umfasst 20.000 Food- und 30.000 Non-Food-Artikel. Auch hier zum Vergleich, ein durchschnittlicher Supermarkt führt in der Regel insgesamt um die 10.000 Produkte. Die Märkte sind alle ähnlich aufgebaut. Direkt am Eingang befindet sich die Haushaltsware. Also zum Beispiel Töpfe und Pfannen für den Gastrobetrieb. Dann werden die meisten Märkte zweigeschossig. Oben die sogenannte Non-Food-Ware. Hier findet man vor allem Büromaterial, vom Briefpapier bis zum Drucker. Unten hingegen beginnt die Abteilung mit sogenannten Near-Food-Artikeln, wie Hygieneartikel. Dann geht's weiter über das Trockensortiment, zu Tiefkühlprodukten und schließlich zur frischen Ware. Die befindet sich erst kurz vor dem Kassenbereich. Produkte und Mengen sind auf kleine und mittelständische Unternehmer ausgerichtet. Insofern gibt es hier auch Dinge zu kaufen, die es im normalen Supermarkt nicht gibt. Aber noch etwas ist anders. Wir wundern uns über die Preisschilder, denn hier sind immer zwei verschiedene Preise ausgeschrieben. Ein günstigerer und ein teurerer. Was steckt dahinter? Eigentlich ist es nur ein Preis. Das ist nämlich einmal der Nettopreis ohne Mehrwertsteuer und dann nochmal der Bruttopreis inklusive der Mehrwertsteuer. Der Steuersatz ist auch jeweils ausgewiesen.
hat den Hintergrund, dass unsere Kunden die Mehrwertsteuer als durchlaufenden Posten buchen und hinterher sowieso abführen. Insofern ist für die der Preis ohne Steuer netto der interessantere. Zahlen müssen die Kunden trotzdem den Bruttopreis. Dass die Preisschilder digital sind, hat einen praktischen Grund. Im Großmarkt gibt es mehr als 50.000 Artikel. Und deshalb werden diese Dinger benötigt. Was aussieht wie eine gewöhnliche Deckenlampe, ist in Wahrheit ein sogenannter Transponder. Der übermittelt die Preise elektronisch an die Preisschilder. Das ist ein wichtiges Hilfsinstrument für uns bzw. für unsere Mitarbeiter. Das ist die erste Ebene, für den Kunden sehr wichtig. Auf der zweiten Ebene sieht man dann hier nochmal die entsprechende Artikelnummer, das nächste Anlieferdatum und den Bestand im Lager. Und dazu nochmal, sollte hier mal eine Beschädigung dran vorliegen, haben wir hier eindeutig die Artikelnummer nochmal zugewiesen. Digitale Preisschilder gibt es auch im normalen Supermarkt. Aber uns interessiert der Preis. Was glauben die Leute auf der Straße? Ist es im Großmarkt billiger als im normalen Supermarkt? Und kann man hier sparen? Das mit Sicherheit ja. Kann man, aber man muss große Mengen abnehmen. Ich glaube, man kann einfach nur größere Mengen kaufen, die es sonst halt nicht gibt. Also ich weiß, dass es bei Lebensmitteln, wenn man größere Mengen kauft, dann ist es günstiger. Bei großen Mengen manchmal, aber bei kleinen eher nicht. Wir wollen es genau wissen und machen den Preisvergleich. Dafür wählen wir 4 verschiedene Produkte im Großformat aus. Die vergleichen wir mit der gleichen Menge und gleichen Marke in Kleinpackungen aus dem Supermarkt. Wir stellen fest, wer Großpackungen kauft, kann einiges an Geld sparen. Allerdings auch nur dann, wenn er die ganzen Mengen verbrauchen kann. Wer im Großmarkt kleine Packungen kauft, spart jedoch nicht. Die Preise entsprechen in etwa denen im normalen Supermarkt. Was theoretisch überall erlaubt ist, wird hier im Großmarkt auch gemacht. Die Kunden handeln. Und da wird's vor allem bei den großen Mengen interessant. Wir sind Großhandel und natürlich arbeiten wir gerne mit unseren Profis dann auch eng zusammen. Und wenn er sagt, ich brauche 2 Paletten Pizzamehl, 2 Paletten Tomaten, dann ist es natürlich möglich, dass sie mit uns einen individuellen Preis ausmachen. So gesehen haben Großkunden mit großem Umsatz einen Vorteil. Und genau für diese Kunden ist der Markt auch entstanden. Der erste Selbstbedienungsgroßmarkt eröffnet 1964 in Mülheim an der Ruhr. Von den Gründern gibt es zwar keine Fotos, dafür Namen. Die Brüder Wilhelm Schmidt, Rutenbeck und Erwin Schmidt sowie Familie Schell. Sie bieten gewerblichen Kunden zum ersten Mal die Möglichkeit, all ihre Waren in einem Geschäft selbst zusammenzustellen, bar zu bezahlen und sofort mitzunehmen. Innerhalb von 50 Jahren hat sich der Markt um einiges vergrößert. Mittlerweile gibt es die Märkte an über 750 Standorten in 25 Ländern mit insgesamt rund 112.000 Mitarbeitern und 21 Millionen Kunden. Einen VIP-Eingang haben wir im normalen Supermarkt auch noch nie gesehen. Der hier ist für besondere Großkunden. So können sie eine Abkürzung nehmen und gelangen ohne Umwege direkt in die frische Abteilung. Aber nicht nur das. Es gibt eine super Parkfläche direkt vorm Eingang. Sie haben den speziellen Eingang, der Sie direkt in die Frische bringt. Sie haben die Profi-Lounge, wo sich direkt jemand um Sie kümmert, alle individuellen Dinge mit Ihnen abspricht. Wir haben die Gold-Silber-Kassen, die nur für diese Kunden sind, die extra groß sind, extra breit sind, damit die großen Wägen auch sehr schnell abgefertigt werden können. Um zu diesen Großkunden mit den Sondervorteilen zu gehören, muss man allerdings für mindestens 32.000 Euro im Jahr im Markt einkaufen. Im Gegensatz zu den meisten normalen Supermärkten bekommt man in diesem Großmarkt ein deutlich größeres Angebot an Frischware. Vor allem beim Fisch. Nach Ankunft wird der Fisch bei 2 Grad Celsius kurz zwischengelagert und überprüft. Dann geht es auch schon weiter zum Verkauf. Hier gibt es im Schnitt 100 verschiedene Fischsorten aus aller Welt. Zwischen Fang und Auslage liegt nur eine kurze Zeitspanne. Auch in der Technikabteilung hat sich der Großmarkt etwas einfallen lassen, um den Kunden Zeit zu ersparen. Denn bei so vielen Produkten kann es lange dauern, das Richtige zu finden. Doch wieso blinkt es denn hier mitten im Regal? Projektleiter Werner Jankers klärt uns auf. Ich lege meine von zu Hause mitgebrachte Tintenpatrone drunter, die leer ist, und sehe dann auf dem Monitor meine gesuchte Patrone.
bekomme hier ein Multipack angezeigt oder die passenden Einzelpatronen und kann mir dann die Patrone im Regal per Lichtsignal anzeigen lassen. Und dadurch spare ich extrem viel Zeit beim Suchen in der Wand. Bislang gibt es diese Suchhilfe aber nur für Druckerpatronen und Glühbirnen. Die Großmärkte sind im Schnitt zwischen 7.000 und 18.000 Quadratmeter groß. Das Besondere, die Verkaufsfläche dient gleichzeitig auch als Lagerfläche. Deshalb die vielen Gänge und die hohen Regale. Jeder Einkauf hier muss gewerblich sein. Zur Kontrolle müssen die Kunden ihre Kundenkarte nicht nur beim Einlass, sondern auch beim Bezahlen noch einmal vorzeigen. Aber hält sich auch jeder Kunde an die Vorschrift? Oder nimmt der ein oder andere vielleicht doch Waren für den Privatgebrauch mit? Weniger für Privat als fürs Gewerbe. Es ist einfach nur einfacher, schneller, alles unter einem Dach. Das war jetzt privat. Wissen Sie, dass man das eigentlich nicht darf? Ja, das weiß ich. Und der Rest des Einkaufs ist jetzt noch gewerblich? Das ist gewerblich, ja. Ein Einzelfall? Wir fragen auf der Straße nach und wollen wissen, wer kauft im Großmarkt ein und zu welchem Zweck? Wenn ich das gemacht habe, gewerblich, ja. Mein Vater kauft dann gewerblich und ich dann eher privat. Wenn man einkaufen geht, nimmt man natürlich auch ein paar Sachen mit für sich. Selbstverständlich. Privat. Also eine Karte ist ja übertragbar, auch wenn es vielleicht offiziell nicht so ist. Ich weiß, darf ich das sagen? Keine Ahnung, aber ich kenne halt viele, die sich von irgendwem eine Karte leihen und dann da privat einkaufen gehen. Die Kundenkarte ausgestellt bekommen nur Selbstständige. Letztendlich liegt es natürlich beim Kunden, seinen Einkauf gewerblich zu nutzen. Uns interessiert, wird der Markt seine Türen in Zukunft auch für Nicht-Selbstständige öffnen? Es wird auch in Zukunft nicht die Möglichkeit geben, für Privatkunden hier einzukaufen, weil wir Großhandel sind und perspektivisch ist das unsere Strategie. Wir sind Großhandel und werden das weitermachen. Ein spezielles Konzept ausgerichtet auf gewerbetreibende Großkunden. Und genau deshalb wird hier wohl auch weiterhin nicht jeder rein dürfen.